Okay, das war ja schon mal nichts. Aber machen wir einfach mal weiter. Höre ich irgendwas oder kommt mir das nur so vor? Die Paranoia ist ein ständiger Begleiter meiner selbst. Und umso tiefer ich hier in die Kanalisation laufe, umso mehr habe ich das Gefühl, dass auch mich irgendetwas verfolgt. Na komm her, mein Kleiner. Verdammt. Laden wir mal die Uzi durch. Eventuell ist da die Treffchance ein bisschen größer. Ach, natürlich sind zwei. Natürlich. Oh. Nicht schön, nicht schön. Ganz schön. Bleibt da schön hinten, wo ich euch sehen kann. Bleibt hinten, wo ich euch sehen kann. Okay. Nur noch wir beide. Dann zeig mal, was du kannst. Puh. Naja, um den da hinten kümmere ich mich eventuell später. Ich bleibe erstmal auf diesem Weg hier. Sonst noch irgendjemand hier? Na? Okay, ganz leise und vorsichtig. Na, gucke mal an, wen haben wir denn da? Na, irgendwie will der nicht wirklich getroffen werden. Ah, schon besser. Ah, verdammt! Diese schnellen Mistviecher. Ach, geht doch, geht doch. Alles schön. Alles im grünen Bereich, also nichts wie weiter. Ich schleiche mal besser. Und da hinten sehe ich doch noch einen. Hinter dem Gitter und vor dem Gitter auch. Okay. Ob ich den eventuell mal sauber ausstechen kann? Wenn er sich mal... Bleib doch stehen. Okay, so wird das nichts. Das ist reine Munitionsverschwendung. Dann müssen wir es wieder auf die Art machen. Bleib hinten. Oh, verdammt. Ach, Gott. Ist das eklig, ohne Mist. Okay, hier kommen wir aber anscheinend gar nicht weiter, so wie ich das sehe. Na toll, sind wir in eine Sackgasse gelaufen. Dann bleibt uns also nur noch der andere Weg übrig. Nun denn, naja, immerhin ist bis hierhin alles frei. Das heißt, wir können hier... Ist hier was? Ich bin mal so frei und erkunde auch die Kanäle hier. Eventuell bringt's ja was, wer weiß. Okay, in die Richtung geht schon mal nicht weiter. Okay. Das sieht doch schon brauchbarer aus. Die Rohre hier sind zwar sehr verzwickt... Aber auf jeden Fall sparen sie ein bisschen Weg. Eventuell haben wir gerade den einen hier umgangen. Zumindest hoffe ich das, aber ich höre schon wieder einen. Ah ja. Ich verstehe. Noch hat er uns nicht gesehen. Und ich denke mal, wenn wir uns hier ein bisschen im Dunkeln auf... Oder? Hat er? Nee, hat er nicht. Solange wir uns hier im Dunkeln aufhalten, ist alles noch okay. Dank den Schleichskills. Und Schleichen haben wir ja drauf. So, ich lasse ihn noch einmal kommen. Okay. Schrotflintenpower ist sehr gut hier.
leider sehr wenig Munition und ich brauche sehr lange, um sie nachzuladen. Das ist ein kleines Problem. Aber die hat auf jeden Fall schon gut Bums dahinter. Oh Mann, ich habe ein ganz blödes Gefühl hierbei. Das wollte ich gar nicht. Okay, ich nehme mal ganz stark an, wenn wir hier am Rädchen drehen, geht die Klappe hier auf. Naja, hilft ja nichts. Okay, das könnte eine Rutschpartie werden. Ladebildschirm, Ladebildschirm. Okay. Okay, hier geht's raus. Wie war das mit runterschwimmen? Okay, ich hab's. Na, ich weiß nicht, ob das so eine kluge Idee ist, hier in die Dinger hier rein zu schwimmen. Nein, der ist drüben. Alter. Alter, verpiss dich. Zwei? Ja, natürlich. Drei? Okay, okay. Kein Grund zur Sorge. Oh. Oder vielleicht doch. Schön in die Dinger reinge... Naja, egal. Wir haben ja gespeichert. Wie blöd von mir. Wie blöd. Na gut, das kennen wir ja bereits. Und abwärts. Ja, und dann auf ein neues. Eventuell diesmal nicht so blöd anstellen. Das wäre, glaube ich, die beste Lösung hierbei. Also, komm. Dadurch. Na, hier werden wir jetzt extrem langsam. Wegen den Dingern da. Aber das macht nichts. Okay, erstmal schön nachladen. Was verbirgt sich in der Türchen 1? Nicht wieder da rein, nicht wieder da rein. Oh, verdammt, Leute. Okay, ich würde fast sagen, dass hier alles gerade gut ist. Okay. Okay, wir sollten nur versuchen, jetzt nicht unbedingt hier in dieses Getriebe, in diesen Häcksler reinzugeraten. Das heißt, wir haben momentan nur einen Weg, den wir gehen können. Und der ist geradewegs hier durch. Und ich habe das Gefühl, das wird hier nicht besser. Aber ich sehe doch da hinten schon wieder einen von denen. Okay, zielen und Feuer. Und nochmal. Der erste ist hinüber, aber im zweiten Loch, ich wette mit euch, da steckt doch schon der nächste drin. Hupsala. Was? Wirklich nicht? Na gut. Da ist wirklich keiner drin. Ach, da unten. Aber wisst ihr was, da verschwende ich keine Munition. So, klappt das so, wie ich mir es vorstelle? Ja. Perfekt. Denn der einzige Weg nach oben scheint hier durchzuführen. Huch. Das war so nicht geplant. Lieber mal ein Safe. Ist ja gefährlich. So. Weiter geht's.
Okay, hopp. Und dann sind wir auch schon drin. Und da ist doch schon wieder einer, oder? Ja. Oh, oh, oh. Oh, oh. Nee, nee, nee. Du kommst nicht in mein Löchchen. Och, du Schande. Ach, du Schande. Lustig, lustig, lustig. Du da oben stirbst erstmal, die da. Oh. Ist ja weit geflogen. Die da unten sind mir egal. Ah, da ist noch einer drin. Aber den kriege ich von hier super, ehrlich gesagt. Das ist total gut. Okay, ich gucke mir das Ganze nochmal an. Huch! Okay. Safe. Ohne Mist. Safe. Okay. Naja, dann bleibt ihr hier mal unten. Das gefällt mir so eigentlich ganz gut. Dann wechsle ich nochmal die Seite, weil ich glaube, von hier kommt man besser hoch. Nun denn, ist hier noch irgendetwas? Eigentlich bin ich mir fast sicher, dass hier noch irgendwas rumlungert.